willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Video zum Edge-Browser von Microsoft gemacht. Damals war das aber noch eine Vorschau-Version oder eine Beta, wenn mich nicht alles täuscht. Und heute möchte ich mir mal die fertige Version anschauen. Ich will sehen, was sich hier so getan hat und ob es was Neues gibt. Und zumindest die Tatsache, dass man den Edge-Browser, wohlgemerkt den Microsoft Edge-Browser, jetzt auf einem Mac-Gerät installieren kann. Das ist schon mal eine echte Neuigkeit. Man kann das Ganze auch unter Linux installieren, auf iOS und für Android-Handys. Und jetzt ist es soweit. Microsoft Auto Update. Willkommen bei Microsoft Edge für Mac OS. Mitteilungen. Berechtigungen für Mitteilungen wurden hier abgefragt. Dann brauchen wir hier irgendwelche Auto-Update-Berechtigungen. Und jetzt sollen wir das Ganze einrichten. Sie haben die Kontrolle, erkunden Sie die eingebauten Tools, die Ihnen beim Surfen mehr Kontrolle und Privatsphäre geben. Sammlungen ausprobieren. Sammeln, organisieren und freigeben von Informationen und exportieren in Microsoft Word oder Excel. Erhalten Sie Belohnungen mit Microsoft Rewards. Sammeln Sie, während Sie suchen und im Internet surfen. Willkommen bei Microsoft Edge für macOS. Erstklassige Zuverlässigkeit basierend auf dem Datenschutzengagement von Microsoft. Ja, wer es glaubt, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns hier die neue Tab-Seite einzurichten. Wir können auswählen zwischen inspirierend, informativ, wir sehen auch direkt im Hintergrund, was sich dadurch ändert, oder fokussiert. Ich nehme mal die große Seite, die informative Seite. Und bestätige das Ganze. Dann soll man sich hier anmelden, um seine Daten zu synchronisieren. Man wird auch gleich aufgefordert, seine Daten aus Safari zu importieren. Über den Sinn oder Unsinn, sich den Edge hier für macOS zu installieren, brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Ich mache das deswegen, weil die Aufnahme-Audioqualität auf dem Mac besser ist. Ansonsten bin ich mit Safari völlig zufrieden. Aber es gibt sicherlich Leute, die möchten ihre Passwörter, die unter Umständen im Microsoft-Konto gespeichert sind oder ähnliches, geräteübergreifend nutzen. Und da macht das natürlich Sinn, diesen Browser zu verwenden, obwohl das natürlich auch Chrome kann mit einem Google-Login oder Mozilla mit einem, beziehungsweise Firefox mit einem Mozilla-Konto-Login. Und auch Safari bietet euch diese Funktion an, nämlich mit der iCloud für Windows und entsprechenden Browser-Plugins, auch wenn das alles etwas komplizierter ist. Wir landen jetzt hier nochmal auf der Edge-Vorstellungsseite. Microsoft Edge ist der beste Browser fürs Shoppen. Hier werden uns verschiedene Tutorials angeboten. Zum Beispiel kann man hier, wenn man ein Produkt sucht, sich den günstigsten Preis anzeigen lassen. Naja, ich brauche den Browser eher weniger zum Shoppen. Generell shoppe ich recht wenig im Internet. Dann kommen wir zum Produktivitätstab. Neue Features like Collections helfen dabei, die Anpassung des Browsers an die persönlichen Bedürfnisse zu organisieren. Click here to start a collection. Das ist dann wohl der Plus-Button. Eine Collection sieht so aus. Damit kann ich alles im Web speichern. Verwenden Sie Sammlungen, um Inhalte für später ein Bild, ein Text oder eine ganze Webseite direkt im Browser zu speichern. Mit Sammlungen organisiert bleiben. Sammlungen ermöglichen Ihnen, den Überblick über Ihre Ideen zu behalten oder zu überprüfen, wo Sie aufgehört haben. Sammlungen auf jedem Gerät verwenden. Weitere Ideen von Pinterest. Nein, danke. Inhalt hier hinzufügen. Wir können also beliebige Inhalte von Webseiten hinzufügen. Also angenommen, wir interessieren uns für diesen Artikel, dann können wir den hier einfach hinzufügen. Genauso wie wir aber auch einzelne Bilder anscheinend hinzufügen können. Oder Teile von irgendwelchen Artikeln. Also das ist eine neue Art zu surfen sozusagen. Wenn man sich darauf einlassen möchte, ist das sicher gar nicht unbedingt verkehrt, das so zu machen. Man kann sich hier verschiedene Webseiten, die einen interessieren, in der Sammlung speichern und kann sie dann nach und nach abarbeiten. Das sind also die sogenannten Sammlungen. Dann kann man die Sammlungen natürlich benennen. Man kann sogar PDFs hier in Sammlungen speichern und kann die auch direkt in Edge bearbeiten, wenn ich es richtig verstanden habe. Kommen wir zum Thema Schutz. Microsoft is built to help keep you safe on the web. Ja, Transparenz, Kontrolle, Respekt, Schutz.
Dann Performance, Zugänglichkeit und Werkzeuge. Das ist halt hier eine Menge Eigenwerbung von Microsoft. Für mich war jetzt vor allem die Sammlung interessant. So viel zur Willkommensseite von Edge. Hier kommen wir zu den Sammlungen. Das sind die Favoriten. Hier können wir Favoriten hinzufügen. Favoriten können wir selbstverständlich auch geräteübergreifend synchronisieren. Hier gibt es einen plastischen Reader, wie er bei Microsoft heißt. Da kann man das Ganze drumherum auf einer Webseite ausblenden, um sich ausschließlich auf den Text und die Bilder zu konzentrieren. Also ablenkungsfreies Surfen sozusagen. Und man kann sich den Artikel hier dann auch laut vorlesen lassen. So lief der Chaos-Gipfel, wie der jetzt abgesagte Osterlockdown zustande kam. Das ist vielleicht ein sehr praktisches Feature für Leute, die zu faul zum Lesen sind oder die nebenher irgendwie zum Beispiel Hausarbeit machen wollen. Texteinstellungen können wir hier konfigurieren. Wir können den Text also kleiner machen oder auch größer. Wir können den Textabstand verändern. Wir können das komplette Design bearbeiten. Außerdem finden wir hier Grammatiktools, wobei ich das nicht sehr augenfreundlich finde. Wir können Substantive, Verben und Adjektive hervorheben und vieles mehr. Interessante Features, die ich so noch in keinem anderen Browser gesehen habe. Dann gibt es hier noch Leseeinstellungen, Zeilenfokussierung, unterstützt die Konzentration beim Lesen durch Hervorhebung einer Zeile bzw. drei oder von fünf Zeilen. Sehr interessant. Bildwörterbuch, wenn Sie sehen, dass sich Ihr Cursor verändert, dann gibt es hier Bilder zu Wörtern quasi, womöglich für Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen und nicht wissen, was ein Wort bedeutet. Wenn Sie sehen, dass sich Ihr Cursor in einen Stern verwandelt, wählen Sie das Wort aus, um ein Bild zu sehen. Und wir haben hier auch eine Übersetzungsfunktion mit eingebaut. Sehr interessantes Feature, das ist eben jetzt hier der Lesemodus. Hier kann man sich dann anmelden oder auch nicht. Man kann natürlich auch als Gast surfen, so wie ich das hier gerade mache. Und ganz rechts kommen wir dann zu den Einstellungen und zu so Sachen wie neuer Tab, neues Fenster, neues In-Private-Fenster. Auch das wird hier unterstützt. Also im Grunde sind so ziemlich alle Funktionen hier im Menü. Wir können hier rein und raus zoomen, auf die Favoriten zugreifen, den Verlauf öffnen. Die Downloads können wir uns anzeigen lassen. Interessant finde ich an der Stelle, dass die Downloads nach Dateitypen kategorisiert werden. Dann gibt es hier Apps. Wir können Apps verwalten. Wir können Webseiten als Apps installieren. Diese Seite als App installieren. Man kennt das von Chrome. Überhaupt basiert der ganze Browser hier natürlich auf Google Chrome. Das ist jetzt eine App und die funktioniert sozusagen als unabhängiges, als eigenständiges Browserfenster. Man kann die Apps, die sogenannten, dann auch wieder entfernen bzw. in den Papierkorb legen. Es gibt Erweiterungen und da konnte man früher lediglich Erweiterungen aus dem Chrome Store runterladen. Das ist Geschichte. Inzwischen hat Microsoft für den Edge einen eigenen Add-on Store. Ihr könnt hier aber in den Einstellungen unten anschalten, dass Erweiterungen auch aus anderen Stores geladen werden können. Außerdem können wir hier Tastenkombinationen einsehen, die wahrscheinlich durch Erweiterungen erst zustande kommen. Hier können wir dann noch auf die Sammlungen zugreifen, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Wir können Webseiten drucken, wir können Webaufnahmen machen. Das sind Screenshots. Das geht natürlich auch anders über die Bordmittel vom Betriebssystem. Wir können auf einer Seite suchen, wir können uns Teile einer Seite laut vorlesen lassen und wir finden weitere Tools. Seite speichern unter, Medien auf Gerät wiedergeben, die können wir dann vermutlich irgendwo anders hin streamen. Wir können Dinge an den Finder anheften. Es gibt einen Browser Task Manager und Entwicklungstools. Und dann gibt es hier die Einstellungen. Hier können wir unsere Profile konfigurieren, Zahlungsinformationen, Kennwörter, persönliche Informationen, Profileinstellungen. Wir können hier den Datenschutz
festlegen, Suche, Dienste, Browserdaten löschen, Diagnosedaten senden und so weiter. Alles, was mit Datenschutz, Suchen und Diensten zusammenhängt. Interessant finde ich, dass wir hier die Tracking-Verhinderung in drei Stufen einstellen können. Wir können die Darstellung verändern. Zum Beispiel können wir Schriftarten anpassen und auch den Schriftgrad festlegen. Wir können bestimmte Schaltflächen ein- und ausblenden, wie ihr hier oben rechts seht. Das geht unter Darstellung. Wir können ein Startverhalten festlegen, zum Beispiel, dass sich ein neuer Tab beim Start öffnet, was die Standardeinstellung ist. Wir können aber auch einstellen, dass zum Beispiel eine bestimmte Seite geöffnet wird, wenn wir Edge öffnen. Wir können hier das Layout und Inhalt der neuen Tab-Seite anpassen. Das haben wir ganz am Anfang schon gesehen. Teilen, kopieren und einfügen. Cookies und Website-Berechtigungen. Die unter Windows natürlich in den Systemeinstellungen zum Teil auch eingestellt werden. Wir können hier festlegen, ob Edge der Standardbrowser sein soll, wohin Downloads gespeichert werden. Wir können die Familie schützen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit Aktivitätsberichten, Inhaltsfiltern und anderen Überwachungs- und Zensurfunktionen. Wir können verschiedene Sprachen hier einstellen und hinzufügen, Drucker verwalten, die Systemeinstellungen vornehmen, die Einstellungen zurücksetzen. Wir können hier Smartphones und andere Geräte einrichten, also per QR-Code uns die Edge-App aufs Smartphone holen und dann gibt es hier noch die Infos zu Microsoft Edge. Und damit sind wir durch. Damit habe ich euch den Browser vorgestellt. Ich finde den sehr, sehr mächtig und der ist auch sehr, sehr schnell, muss man sagen. Nach all den Jahren im Internet mit verschiedenen unsicheren Internet-Explorern ist es Microsoft endlich mal gelungen, einen vernünftigen Browser zu basteln, der, wie gesagt, für alle wichtigen Betriebssysteme verfügbar ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde den ganz gut und lasse den vielleicht doch drauf und werde ihn noch ein bisschen in der Praxis testen. Für dieses Video soll es das aber erstmal gewesen sein. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut.